Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück, ne? Zu Paper Mario. Mit mir, den Shining. So, ich erkunde hier jetzt erstmal, bevor wir reingehen, ob irgendwas versteckt ist. Ich denke mal nicht, dass hier oben im Schloss noch Toads sind, die gerettet werden müssen. Aber hier sind Fragezeichenblöcke und Schatzminis. Ja, offenbar nur innerhalb des Gebäudes. Also die Toadglocke, die brauche ich echt nicht. Ah, schöne Pleite, das fehlte gerade noch. Was, dann ist etwa abgeschlossen, brauchen wir einen Schlüssel zum Pilzpalast. Warum klingt das so bekannt? Wir haben so viele andere Schlüssel gefunden. Warum nicht diesen? Mario! Bitte sag, du hast ihn endlich gefunden. Du kommst genau recht, Luigi. Wir freuen uns ja so, dich zu sehen. Halt dich fest, Bruder. Erst der Schlüssel, den ich die ganze Zeit suchte. Rat mal was. Den habe ich immer noch nicht. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn einfach nicht finden. Tut mir wirklich leid, Luigi. Guck doch mal in das Auto. Aber irgendwo muss er doch sein, oder? Mach dir keine Gedanken, Luigi. Du hast dein Bestes gegeben. Und das ist das, was oft zählt. Das ist ein Ding, was zählt. Luigi! Siehst du das denn nicht? Luigi, bist du blind? Kein Wunder, dass dein Kalt so lahm ist. Wie lange hast du das Ding da im Auspuff? Es war die ganze Zeit dort drin? Meine ganze Sucherei war umsonst? Naja, du hast aber alle anderen Schlüssel gefunden, immer wenn wir sie gerade gebraucht haben. Das hat uns ganz oft weitergeholfen. Und jetzt hast du uns den richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit gebracht. Toll, Luigi. Wirklich, boah, das ist ja, ich meine, keine große Sache, Bruder, jetzt. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Wenn es nur Glück war, ist es ja wirklich keine große Sache. Los jetzt, ab in den Pilzpalast. Für den Kampf brauche ich das eigentlich nicht. Ach komm, gönnen wir uns die Kampfgeräusche. Möchtest du hier nicht vielleicht das Spiel speichern? Ja, speichern wir nochmal vorher, auch wenn ich es davor schon eigentlich getan habe. So. Pilzpalast-Schlüssel. Wir nähern uns dem Ende von Paper Mario. Nicht schon wieder. Gute Frage, Bowser. Jetzt kommt die wunderschöne Origami-Prinzessin. Endlich bist du hier, Mario. Ich bin ja so froh. So froh. Ich versuche hier halt hier die Psychopathin auch irgendwie darzustellen. Prinzessin, ich komme. Luigi. Folgt mir. Sollte ich vielleicht erst da runter und einmal Luigi holen? Also ich will mich sowieso erst einmal erkunden. Hier fehlt ein ordentliches Stück. Was soll das denn? Was zum frisch polierten Pixelpanzer ist denn mit der schönen Burgmauer passiert? Muss wohl daher kommen, dass wir die Luftschlangen entsorgt haben. Was ist denn das für ein komisches geformtes Ding? Ist fast so, als hätte ich sowas schon mal an der Stelle gesehen, wo früher der Pilzpalast stand. Das sieht so aus, als ob ich hier runter kann. Aber hier ist nichts versteckt. Ich denke mal, dass die Schatzminis hier offensichtlicher sind als an anderen Orten. Deswegen habe ich ja auch die eine Glocke hier.
Ich würde sagen, wir springen wirklich mal eben kurz da runter, ne? Und holen Luigi. Ich kann jetzt hier noch rechts einmal reingehen. Ach komm, wir haben ja schon abgespeichert. Okay. Nicht da reinfallen. So, Leute. Wieder hier. Ab da rein. Nur euch wurde die Ehre einer persönlichen Einladung von König Olli zuteil. Kommt und werdet Zeugen eines einzigartigen Moments. Der Auftritt war gut. Das war's dann mit dem schönen Pit-Königreich. Das ist jetzt wahrscheinlich das Olli-Reich. Bowser hat sich dich als Beispiel offenbar genommen, weil ich sehe Lava. Alter, sieht das merkwürdig aus. Ein Origami-Schloss. Ich kann es kaum glauben, er hat den Pitzplatz zu seinem ganz persönlichen Origami-Schloss zusammengefaltet. Eva scheint mein Bruder es ernst zu meinen mit seinem Plan, alles in Origami zu verwandeln. Pa, dann ist es jetzt eben an der... dann ist es jetzt eben gefaltet. Na und? Es ist immer noch der Pilzpalast. Dein Bruder und Prinzessin Peach sind nach wie vor noch dort drin. Und wir holen sie jetzt da raus. Ich krieg nochmal sagenhaft Stiefel geschenkt. Ach ja, falls ihr das fragen wollt, ich habe natürlich ordentlich Highlightings und so weiter gekauft. Bevor ich hier... die Folgen angefangen hatte. Irgendwie fehlt sie ein bisschen am Weg. Weiß ja noch nicht mal, wie man überhaupt reinkommt. Der Schlüssel hilft uns wohl fürs Erste nicht mehr. Vielleicht den Hammer. Ich sollte jetzt hier Memory spielen, ernsthaft? Runter damit! Ich wollte A drücken, nicht X. Hallo! Den Kampf schenke ich euch mal. So, der Kampf ging recht schnell. Bowser ist jetzt unser Gehilfe, also er kämpft offenbar mit. Ich habe schon ein extras Item dran, das Verbündete mehr Schaden machen. Mario ist hier alarmiert, König Olli. Ich müsste so einen ganz merkwürdigen Akzent eigentlich machen. Er muss nicht alarmiert werden. Ich gebe euch den Befehl, Mario und seine Freunde aufzuhalten, und das habt ihr nicht geschafft? Ihr elenden Feiglinge! Irgendwelchen Rente gegangen. Zeigt mich. Nun denn, willkommen in Kasse Knick, Mario. Jetzt warte mal, Bruder. Den Pissplatz zu diesem Origami-Schloss zu falten, geht zu weit. Es ist einfach unverzeihlich. Wenn du etwas tust, das noch schlimmer ist, dann. Ach, Olivia, Schwesterherz, besäßt du nur meine Gelehrsamkeit. Würdest du nur meine Vision von einem Origami-Königreich teilen? Eins kann ich dir versichern. Den gesamten Pilzpalast zu falten ist nur der Anfang. Mario, in meiner grenzenlosen Weisheit habe ich diesen Palast nach meinem Willen umgefaltet. Ich hoffe sehr, dass es dir gefällt. Ein Sumo-Dude.
Ich dachte, ich wäre safe tot, wenn ich da runterfall. Warte mal. Dafür habe ich mir extra die Pilzhalle gekauft. Ich darf nicht darauf rumgammeln. Wie zum Geier soll ich das machen? Muss ich auf einen bestimmten Moment warten? Das hat nicht funktioniert. Erstmal wieder hochrollen. So, einmal kurz warten. So, besser wird's nicht. Pam. So, den Kampf kriegt ihr. Der hat eins auf die Mütze verdient. Gut, dass ich so viele Münzen habe. Da muss ich nicht selber denken. Ach stimmt, ich habe ja noch diesen Ringelhelfer hier an, weil ich dachte, das hilft mir bei diesem einen Ringelteil. Ich muss das noch ausmachen. Sagenhafte Eisenstiefel. Perfekt. Ich will es so zugeben, wie Bowser angreift. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich mit Bowser auf derselben Seite stehe. Das kann ich nur bei einem Paper Mario. Ich finde, das Teil ist aber trotzdem unnötig, das mit den Geräuschen. Zack. Erstmal hier an den Seiten gucken. Ich habe schon wieder A mit X. Einmal ziehen. Durch die ganze Zeit immer wieder die falschen Knöpfe. Ja, da ich das umkloppen soll, ist klar. Seht das als diese versteckten Blöcke? Zählt offenbar. Ich ignoriere dich mal gekonnt, ne? Oh, ich habe ein Mini... Schatz-Mini. So. Jetzt gehe ich einfach an dir vorbei. Ich gebe einen Scheiß drauf, dass sie existiert. So, stören die mich eigentlich bei so einer Fight-Am-Aktion? Nö, die lassen mich in Ruhe machen. Ziehen! Die Kämpfe sind nur dazu da, um sich Geld zu holen. Also, die muss ich jetzt wirklich nicht machen. Vor allen Dingen die Trophäe fürs Kämpfen, die habe ich schon. Hier kann ich nochmal speichern. Ich muss niesen. So, ich habe jetzt extra einmal kurz Nico dafür stumm gemacht.
Ja, gefällt euch Cast der Knick soweit? Findet ihr euren Aufenthalt zu langweilig? Ich kann geholfen werden. Dann werde ich umgehend Abhilfe schaffen. Gemein. Was sind das für hässliche Dinger? Okay, jetzt erstmal hier lang. Die Bumerangbrüder. Wodurch bin ich jetzt runtergerutscht? Aua. Aua. Wenigstens kriege ich Geld geschenkt, das ich eh nie brauche. Schatzmi. Den Kugelwilli. Collarpilz. Erstmal wieder runtersegeln. Das hier immer auch das halbe Leben wegnehmen. Aber ich habe ja Sachen zum Insta-Healen. Ah, so eine Fahrt ist schön. So. Ich denke mal, hier muss ich einen Kampf führen. So, habe den Kampf eben kurz gemacht. Ich musste ihn tatsächlich besiegen. Benutze den Fallkreis, um deine Arme super lang zu machen, Mario. Muss in die andere Richtung ziehen. Jetzt erstmal warten. Ein bisschen die Wand bekrabbeln. Oh, die ist so schön, diese Wand, die muss ich einfach anfassen. Immer aufmachen. Und ab die Post. So, jetzt hier einmal mit dem Faltarm. Das mir rüberziehen. Und jetzt ist der Weg hier wieder gerade. Ich will da vorne noch rein, bevor ich hier heute Schluss mache. So, hier bin ich jetzt rein. Hier ist sogar ein Speicherblock. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.